Der FC Hansa Rostock hat einen neuen Sportchef. Martin Piekenhagen übernimmt den Posten von Markus Thiele, der vor 2 Tagen beurlaubt wurde. Der Fußball-Drittligist hat mit dem 47-jährigen Piekenhagen einen früheren Hansa-Spieler zurückgeholt. Der einstige Torwart ist heute von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet worden. Primärziel für mich ist jetzt, einen neuen Trainer zu finden, der zum FC Hansa passt, der zur Mannschaft passt, der vor allen Dingen auch mein Profil passt, um uns erfolgreich wieder aufzustellen. Ja, ist eine enorm wichtige Position für den Verein. Da will ich mich auch nicht unter Druck setzen lassen. Ich weiß natürlich, Idealfall wäre halt Trainingslager Anfang. Aber wenn es halt 1-2 Tage länger dauert, dann ist das so. Das Trainingslager beginnt bereits am Dienstag. Piekenhagen stand von 1996 bis 2001 im Hansa-Tor und hat zuletzt als Co-Trainer bei den Würzburger Kickers gearbeitet.